Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video schauen wir uns Scaramouche an. Endlich mal. Ein kleiner Mini-Guide mit Ideen, wie man ihn bilden könnte, dies und das. Und aber ganz, ganz wichtig, warum ich denke, dass er vermutlich geisteskrank overpowered sein. Wir können das tatsächlich jetzt schon irgendwie im Spiel sehen. Bleibt dran. Bevor wir mit dem Video starten, Leute, möchtet ihr ein Switch-Spiel gewinnen? Es ist ein Remake von einem Spiel, mit dem ich irgendwie groß geworden bin, aber ich es total vergessen hatte. Das Spiel nannte sich damals schon Front Mission First auf der PlayStation 1. Und heute Abend um 19 Uhr haben wir einen gesponserten Stream von Remake auf der Switch. Falls ihr gerne dieses Spiel kostenlos haben wollen würdet, ich verlose 3 Codes heute Abend live on Stream, 19 Uhr. Schaut gerne vorbei. Bin gespannt, wie das Remake sein wird, weil ich mich nicht mal an das Original richtig erinnern kann, war vermutlich viel zu jung. Aber Mecha, Strategie, da sehe ich mich. Wo ich mich allerdings auch drin sehe, ist natürlich in dieser zauberhaften Musik, die wir auf dieser sehr schön gestalteten Seite von Genshin Impact Patch 3.3 hören können. Ihr wisst, beziehungsweise nicht, einige sind von euch immer noch schockiert. Das Wichtigste und Beste für mich in Genshin Impact, trotzdem darf ich mir manchmal anhören, dass ich nichts davon schätze, ist die Musik. Habe ich jetzt nur 69 Mal gesagt. Aber von der Musik abgesehen, schauen wir uns mal Scaramouche an. Irgendwie hört sich seine englische Synchronsprecher so ein bisschen so leicht. Ich bin müde. Ah, naja, ist egal. Japanische Synchro sowieso. Meiner Meinung nach die Beste. Ich weiß, wenn es um Ito geht, Max Mittelmann, bester Mann. Ein richtig cooler Kerl. Wirklich ein richtig, richtig cooler Kerl. Was spielt ihr mit? Welcher Synchro spielt ihr? Ich spiele mit der japanischen. Spielt irgendjemand von euch mit der chinesischen? So, schauen wir uns jetzt erstmal Scaramouche an und warum ich denke, dass er unglaublich overpowered sein dürfte. Nochmal an der Stelle. Ich bekomme immer die Frage, wen soll ich... Ich bin dessen auch nicht müde, immer wieder die gleiche Antwort zu nennen. Pullt die Charaktere, mit denen ihr euch identifizieren könnt und wo ihr glaubt, dass ihr auch langfristig Spaß haben werdet. Weil das ist wirklich, vertraut mir, die einzig wahre Antwort, die ihr auf diese Frage bekommen könnt. Dennoch schätze ich die Charaktere immer sehr, sehr gerne ein. Und hier zum Beispiel habe ich sehr hohe Erwartungen. Der Wanderer, Scaramouche, wird unfassbar stark. Warum denke ich das? Erstens, er ist vom Typ Animo. Zweitens, sein Katalysator-Nutzer. Sprich, jeden Angriff, den er macht, wird vom Typ Animo sein. Das ist krass. Schon mal so. Aber es kommt in Patch 3.3 nochmal etwas hinzu, was genau diese Tatsache nochmal verstärken dürfte. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir uns mal ganz kurz ein paar Skills von ihm an. Hier sehen wir, dass er Blades schießt, also wirklich Windklingen, und zwar mit einer sehr hohen Reichweite. Was man auch in dem Trailer mitgesehen hat, ist, dass er nicht nur Single-Target ist, wie zum Beispiel Yoimiya. Ich glaube tatsächlich sogar, dass er alleine mit seiner Spezialfähigkeit, weird voice crack, alleine mit seiner Spezialfähigkeit sogar tatsächlich sehr viel AOE-Schaden verursachen könnte. Aber das, was ihr jetzt eben gerade hier nochmal gesehen habt, diese eine Säule, die so ein bisschen hochging, das war sein heftiger Schlag, was wiederum auch Flächenschaden verursacht. Und deswegen denke ich nicht, dass er große Probleme haben dürfte gegen einzelne große Bosse. Single-Target scheint er viel Schaden zu verursachen, aber auch kleinere Gegnermengen dürften kein Problem für ihn sein. Sprich, er hat die einzigen beiden Bedrohungen im Spiel schon mal abgedeckt. Zu seinen Fähigkeiten. Er kann so ein bisschen gleiten, fliegen, dies, das, und das ist ganz schön, so mal beim Erkunden. Macht einiges ziemlich leichter. Das hier, was ihr jetzt ja gerade gesehen habt, ne, dieser zusätzliche Animo-Schaden. Ich denke, es wird die ganze Zeit türkis aufblinken, wenn man Scaramouche spielt. Er ist ein sogenannter Main-DPS-Charakter. Ich unterscheide mal zwischen einem Main-DPS, Support-DPS und da einem Healer-Ganz-Supporter. Er ist aber auf jeden Fall dafür da, auf dem Feld zu sein und Schaden zu verursachen. Dennoch kann man ihn in Swap-Kombos gut benutzen, weil ich glaube, seine Spezialfähigkeit, wie gesagt, wird viel AOE-Schaden verursachen und zwar richtig Burst. Was mit Bursten meine, ist, dass man diesen einen Schlag so gut buffen kann, dass der immens viel Schaden verursacht. Aber zusätzlich war es das nicht, weil er ist dann trotzdem noch auf dem Feld und macht mit seiner Elementarfähigkeit, wie ihr jetzt hier sehen könnt, alles dem Erdboden gleich. Jetzt habe ich nochmal vorweg was gegriffen. Es wird ein neues Artefakt-Set kommen. Und das Ganze sieht so aus. Chroniken des Wüstenpavillon. Das erhöht, und das ist das allererste Mal, Leute, seit 2 Jahren, dass wir ein neues Set bekommen, welches Animo-Schaden nochmal erhöht, beziehungsweise einen weiteren Elementarschaden. Wir haben ja schon grünlicher Schatten, welches 15% Animo-Schaden erhöht. Hier nochmal 15 weitere Prozent. Das heißt, wir können zwei Teile, grünlicher Schatten, zwei Teile hiervon nehmen, haben schon mal dauerhaft 30% mehr Animo-Schaden. Dann, perfekt. Klar ist Angriff auch wichtig auf ihm. Jetzt haben wir, wissen nicht 100%, aber trotzdem nochmal so eine kleine Einschätzung, ein kleiner Bild. Ich denke, die wichtigsten Attribute dürften sein KT, KSCA und Angriff in Prozent. Aber das Allerwichtigste, um Schaden zu maximieren, ist... Hätte der nicht gedacht, ne, ihr dachtet, ich nehme den Ringfinger. Animo-Schadens. Bis jetzt konnten wir das nur durch die Set-Teile, unsere Anhu mit grünlicher Schatten oder halt mit dem Cage. Also mit dem Cage, Animo-Schadens-Bonus dürfte best in Slot sein. Dürfte. Bei der Sandtour Angriff, beim Helm, was hier sehr, sehr stylische Ohrringe sind, KT oder KSCA, je nachdem, wie eure Stats mit den Side-Stats aufgepusht sind. Dennoch möchte ich anmerken, dass das 4-Teile-Set hiervon vermutlich das Beste sein dürfte, weil er wird sehr viel Schaden mit seinen Standardangriffen verursachen und mit dem heftigen Schlag. Und mit dem Schaden aus dem Fall. Und das Ganze könnt ihr nämlich hiermit boosten, wenn ihr 4 Teile darauf habt. Ein Superset, nicht nur für Scaramouche, sondern auch für viele existierende Charaktere. Und das
bringt uns zu den hier, Shikano in Heizo. Ich meinte am Anfang des Videos, ich glaube, man kann jetzt schon sehen, wie unglaublich mächtig der Wanderer sein wird. Und das können wir anhand von Shikano in Heizo hier sehen. Er sieht cool aus. Reicht das nicht noch, oder? Müsste es, weil es gibt nicht sehr viel zu kämpfen, aber es ist definitiv ein Aspekt, der uns sehr, sehr interessiert in Genshin Impact. Leider machen sie das nicht so gut, schaffen es nicht immer so gut zu balancen, was auf Mobile gut klappen soll, dies, das. Wenn etwas schwer ist, dann ist es meistens nur an Weights angepasst, wie wir jetzt hier sehen konnten beim aktuellen Event mit den Hypostasen. Insbesondere die Pyrohypostase, da geht es einfach nur darum, das erstmal runterzuhauen und danach sehr, sehr viel Schaden auf einmal zu verursachen, so schnell es halt geht. Und das kann tatsächlich sogar Heizo selbst leider nicht ausreichen für das Event. Heizo war tatsächlich der allererste männliche Katalysatornutzer und er war vom Typ Animo. Jetzt haben wir den zweiten männlichen Katalysatornutzer und das ist wieder Typ Animo. Interessant. Ihr könnt sehen, dass seine Angriffe auch nicht klassisch Katalysator sind, nicht irgendwelche Kugeln schießen. Nein, er macht Martial Arts, als gäbe es keinen Morgen. Und zwar jeder einzelne Schlag verursacht auch hier Animo-Schaden. Seine Elementarfähigkeit kann man ja aufladen bis zu 4-mal und wenn er 4 voll hat, castet er es sofort und verursacht somit den maximalen Schaden, den er damit verursachen kann. Damit kann man so richtig bursten und das will ich jetzt mal ganz kurz gegen Masanori. Viele von euch hatten ja auch geschrieben, ja, du möchtest gerne Trainings-Dummies, es gibt da einen Masanori. Dankeschön nochmal, Leute, falls ihr mir irgendwelche Informationen habt, teilt das sehr gerne. Das weiß ich zwar schon seit Release, aber trotzdem, Dankeschön dafür. Und testen wir mal anhand von Masanori, warum ich denke, dass die Spezialfähigkeit von Scaramouche unglaublich stark sein dürfte. Gucken wir uns das mal kurz an. Ich versuche jetzt Folgendes zu machen. Ich versuche, Heizos Schaden zu maximieren, also den Schaden von seiner Elementarfähigkeit. Und dafür versuche ich ihn erst einmal mit Zhongli, Bennett und Jean in meinem Falle zu buffen. Mal sehen, ob ich ihn treffen kann. Der springt immer gerne hin und her. Deswegen wäre ein Trainingsdummy schon ganz gut, um einfach nur mal was zu demonstrieren. Aber mal sehen, wie viele Anläufe ich jetzt hier brauche. So, machen wir erstmal jetzt das hier voll. Das ist nicht so schlimm. Zack, zack. Weil wir müssen ihn eigentlich eh in die zweite Phase jetzt hier runterhauen. Wobei, schaffe ich das denn auch in der Phase? Ich weiß ja nicht, Ich kletter erstmal mit Bennett. Wobei, alle meine Fähigkeiten sind ja eigentlich voll. Könnt's ja versuchen. Okay, wir versuchen es einfach mal. Mach mal deinen Move. Buff 1, Buff 2. Shikano in Heizo, Ultra Punch und es hat einfach nur 142.000 Damage gemacht und zwar komplett delayed. Was war das? Okay, versuchen es einfach nochmal. Oh Mann. Einmal antippen, 63.000. Ich glaube eigentlich, das alleine zeigt schon für viele da draußen, was ich meine, dass man halt einen Schaden ziemlich maximieren kann. Ne? Und komm schon. Diesen Angriff hatte ich eigentlich gewartet. Naja, zack, zack, oi, oi. Temera. Versuchen wir es nochmal. Okay, Leute, ich habe beim ersten Mal komplett es versemmelt. Wir versuchen es einfach nochmal. Gib uns doch einfach ein Trainingsdummy. Okay, mach dich bereit. Masanori. Boom. Animo-Schaden erhöhen bzw. Resistenz verringern. Bam. 68.000. Hätte auch 69.000 sein dürfen. Meiner Meinung nach. Ne? Das ist aber nicht ansatzweise das Maximum, was ich mit ihm rausholen kann. Ja, was heißt ansatzweise? Schon. Das ist schon recht hoch gewesen. Ne? Muss man jetzt auch nicht so degradieren. Da. Benny Boken. Jetzt haben wir dort und jenes. Jetzt nur noch die Spezialfähigkeit von der lieben Jean, bitte. Einmal voll machen. Sehr schön. Es dürfte jetzt gut funktionieren. Masanori. Komm. Alleine das hier, seht ihr das? Der Standardangriff. Der Standardangriff macht schon so viel Schaden. Verwirbelt die ganze Zeit. Das alleine. Aber ich will jetzt ganz kurz mal auf die Spezialfähigkeit von Scaramouche dann eingehen. Was ich jetzt hier versuche zu demonstrieren mit der Elementarfähigkeit von Heizo. Komm. Macht ihr alle drei Moves? 1, 2, 3. Es hat nicht gecrittet. Es hat einfach nicht gecrittet. Warum hat es denn einfach nicht gecrittet? Heizo, wieso hast du denn nicht gecrittet? Wisst ihr was, ist mir jetzt egal. Ihr solltet jetzt einfach daran erkennen, dass man sehr, sehr viel Schaden... Nein, ich versuch's noch einmal. Mein Gott, das hat einfach nicht gecrittet. Komm schon, lass mich einmal als Non-Rail demonstrieren, dass man halt auch über 100.000 mit einem Forster hitten kann. Bitte. Mann, das mit einer 4-Sterne-Waffe. Los jetzt! Muss doch wohl drin sein. Ich crit aber echt wenig, ne? Vielleicht war ich ein bisschen zu gierig. Ich werde auf jeden Fall das neue Set auch auf Heizo spielen. Wobei... Bei Heizo dürfte es gar nicht mal das beste Set sein, weil sich das einige vielleicht fragen dürften. Da dürfte es besser sein, zweimal grünlicher Schatten und zweimal das neue Set zu nehmen, um insgesamt 30% Animo-Schadensbonus zu haben, weil seine Elementarfähigkeit würde halt nicht von dem neuen Set profitieren. So, jetzt doch aber bitte. Wieder nicht gecrittet, Spezialfähigkeit jetzt hier an der Stelle. Jetzt komm, brauchst jetzt ja nicht dich aufspiele hier. Nee, mach deine Dreier-Kombo und danach ist gut. Komm schon. Dreier-Kombo. Okay, ich. Nie. Son. Ich sehe. Ja, lau doch mal. Heizo! Er hat schon wieder nicht gecrittet! Warum crittet er nicht? Warum regt mich das Spiel so? Die Verwirbelung hat allerletzte Chance, Masanori, dass du jetzt mich demonstrieren lässt,
Also sonst raste ich richtig aus. Los jetzt, komm schon. Oh Mann. Ach, es macht immer sehr, sehr viel Spaß, etwas zu demonstrieren. Das ist der YouTube-Fluch. Danach verpasse ich jetzt bestimmt noch die Kombo. Hat schon wieder nicht gecrittet? Was ist denn los mit dir? Ich habe über 60 KT. 60% Crit-Rate habe ich, mindestens. Sogar eigentlich 70, glaube ich, wenn ich 4 Teile davon voll habe. Junge, mach doch nicht so. So, jetzt noch einmal 4 Schaden verursachen. So, hey, so. Okay, wisst ihr, was ich jetzt versuchen werde? Ich versuche ihn sogar komplett einzufrieren. Komm jetzt rein hier. Es darf doch nicht wahr sein! Schon wieder kein Crit! Es darf doch nicht wahr sein! Das hat natürlich gecrittet ohne Buffs! Okay, bevor ich den Verstand verliere, oh mein Gott, bevor ich wirklich den Verstand verliere, wenn ihr es schaffen könntet, mit Scaramouche zu critten, in seiner Spezialfähigkeit. Ich möchte wirklich nochmal anmerken, Leute, ne? 41 KT, C6 Hazo, 4 Stapel nochmal rauf, um die KT insgesamt um 16 weitere Prozent zu erhöhen. Das sind 57 KT, okay, doch nicht 60, aber trotzdem 57 KT. Mein Gott, egal, es hat nicht funktioniert. Trotzdem, wisst ihr, worauf ich hinaus wollte? Flächenschaden, Animo, ein Element, was eigentlich gegen alle anderen Elemente sehr, sehr stark sein dürfte. Bis auf Animo selbst und Geo. Burst-Potenzial mit seiner Spezialfähigkeit. Single-Target, sehr viel Schadenspotenzial. Dadurch, dass jeder Schlag Animo ist. Verwirbelung nochmal hinzu. Er kann fliegen, okay? Denke, er wird ziemlich krass overpowered. Vielleicht sogar seit langem mal wieder ein heftiger Power-Creep. Wie zum Beispiel Ayaka oder Ito selbst. Bleibt gesund. Bis heute Abend im Stream. Schnappt euch doch mal kostenlos ein Switch-Game. Nur exklusiv auf unserem Kanal. Bleibt gesund. Bis dann.